Das erste offizielle Königsküsschen, so präsentiert sich Belgiens neues royales Team. Philipp und Frau Mathilde. Den Thronwechsel zelebrieren sie ohne Hochadel, dafür aber mit dem Volk. Das jubelt dem 53-Jährigen zu, nachdem sein Vater König Albert II. Aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Seinen Titel behält dieser, aber ebenso wie zuvor seine Schwägerin, sodass die Belgier nun gleich 3 Königinnen und 2 Könige feiern. Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren. In 3 Landessprachen legt Philipp seinen Eid ab. Ein politisches Signal. Er will dazu beitragen, die Spaltung zwischen Flamen und Wallonen zu überwinden. Nach den letzten Parlamentswahlen musste König Albert vermitteln. Seine letzte offizielle Empfehlung lautet daher: Arbeitet ohne Unterlass am Zusammenhalt Belgiens. Auf diese Weise werdet ihr noch mehr zu Baumeistern des Friedens. Dann wird unser Land Inspiration für Europa bleiben, das Einigkeit in Vielfalt sucht. Une inspiration pour l'Europe qui cherche l'unité dans la diversité. Belgien zusammenhalten ist die größte und zugleich einzige Erwartung an König Philipp. Ich hoffe, dass Philipp eine Verbindungsfigur zwischen Flamen und Wallonen wird, denn im Moment trennt sie nach Meinung mancher tiefes Wasser. Genau weil er nur eine wenig politische Rolle hat, sondern eine eher symbolische, hat er einen gewissen Einfluss. Zu einem Symbol der Einheit will das Königspaar werden, sodass sich künftig nicht nur am Nationalfeiertag Flamen und Wallonen wie echte Belgier fühlen.